Halbzeitpause. Ja, aber jetzt hier 15 Minuten einfach nur rumsitzen und warten, nee. Da zeige ich euch lieber mal, wie man die Zeit sinnvoll verbringen kann, ne? Heute geht es um des Mannes Lieblingssport. Nein, nicht Fußball, ich rede vom Grillen. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, da muss ich den ganzen Abend mit einplanen. Ich möchte euch etwas zeigen, wie ihr in 15 Minuten ein richtig gutes Grillgericht hinzaubern könnt. Und unsere Hauptzutat wird heute, wie Homer Simpson sagen würde, Bacon sein. Also viel Spaß. Bevor wir jetzt aber anfangen, möchte ich euch schnell noch einen Trick zeigen, wie ihr bei eurem Grill auf Nummer sicher gehen könnt. Und zwar, ihr solltet immer regelmäßig checken, ob eure Gasflasche und der Schlauch, die Anschlüsse dort, alles, ob das auch wirklich dicht ist. Das ist wichtig, sonst fliegt euch das Ding nachher um die Ohren. Gibt es einen ganz einfachen Trick. Nimmt man Spüli und Wasser im Verhältnis 1:1, habe ich hier schon vorbereitet. Dazu müsst ihr vorher den Grill ausmachen und die Gasflasche aufdrehen und pinselt damit den Schlauch einfach ein. Ja. Und auch die Anschlüsse und oben das Ventil. So, und wenn sich jetzt dabei Blasen bilden, dann müsst ihr die undichte Stelle genau überprüfen und gegebenenfalls den Schlauch und oder den Anschluss einfach austauschen. So, jetzt wollen wir auch mal anfangen. Und zwar mit Bacon-Sushi. Das klingt geil, ist es auch. Das, was man dafür als erstes braucht, ist, kennt man vom normalen Sushi, so eine Matte. Damit es gleich leichter geht, haben wir die schon mal hier mit Frischhaltefolie umwickelt. Und natürlich Bacon. Den Speck, den nehmen wir als Algenersatz. Dazu legen wir ganz normal diese Matte aus. Legen den Speck in Scheiben nebeneinander. So, das reicht. Und als Reisersatz, was ist die einzige Alternative zu Reis? Genau, Hack. Das Hack, genau wie beim richtigen Sushi, wenn es der Reis wäre, verteilen auf der Matte. Achtet darauf, dass ihr so 3 Finger breit oben frei lasst. Wichtig ist, dass es so dünn wie möglich gedrückt wird, einfach nur deswegen, damit es nachher auf dem Grill nicht so lange braucht. Fertig. So, und als Füllung nehmen wir einfach ein ordentliches Stück Käse. In dem Fall ist es jetzt ein Gouda. Okay, jetzt geht's ans Rollen. Und die überschüssigen Enden einfach noch so rumklappen. Et voilà. Geht doch. So, für die Optik schneide ich jetzt hier die Ränder ab. So. So, als Beilage machen wir Speckeier. Esser, Speck haben wir schon, Eier sind da. Und dann nimmt man einfach eine ganz normale Muffinform und legt die mit dem Speck aus. So, hier haben wir Speck einfach rein für den Boden. Wickel den Speck um ein paar Finger. Das mache ich schnell mit allen Formen. Jetzt nehmen wir einfach die Eier und schlagen in jedes einfach eins rein. Klingt simpel, ist es auch. So, soweit so gut. Jetzt noch ein bisschen Käse drüber. Dann jetzt noch Pfeffer und Salz. So. Und das Ganze kann jetzt auf den Grill. Ja? Okay, ich würde sagen, es ist soweit. Wir schauen einfach mal nach. Ah ja. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen lasiert mit einer Barbecue-Soße. Ganz normale Barbecue-Soße. So. Ja, ich würde sagen, reicht. Jetzt lassen wir es nochmal eine Minute alleine und dann holen wir es raus. Super. Das ist sowas wie unser Sesamersatz beim Sushi. Wir nehmen da einfach Röstzwiebeln. Ja, das hier hin. So, jetzt schauen wir mal hier nach unseren Speckeiernestern. So, also, wenn die Freude ja auskühlen, würde ich sagen, schneide ich mal unsere Sushi-Scheiben. Geht immer besser mit einem scharfen Messer. Hier am Rand noch Restsüßchen.
Und ich würde sagen, jetzt kann die zweite Halbzeit kommen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche euch viel Spaß, guten Appetit. Bis dahin. Tschüss.